Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nachdem unsere beiden Kanäle Hörspiele und Hörbücher Black Edition bzw. Blue Edition mittlerweile viele Fans gefunden haben, können wir euch mitteilen, dass es nun zwei weitere Editionen bzw. Kanäle gibt. Dies wären Hörspiele und Hörbücher Red Edition und die ebenfalls neue Green Edition. In diesen werdet ihr einen Genremix von Stücken finden, welche bisher in der Black Edition, deren Fokus auf Thrillern und Krimis liegt, und in der Blue Edition, wo fantasievolle Sci-Fi-Geschichten zu finden sind, leider keinen Platz gefunden haben. Wir würden uns freuen, wenn wir auch mit diesen beiden neuen Kanälen euren Geschmack treffen. Die Links zu unseren nun insgesamt vier Kanälen findet ihr im ersten angepinnten Kommentar. Nun aber genug der Vorrede und weiter mit dem nächsten Stück. Wir wünschen gute Unterhaltung. Und warum ausgerechnet ich? Nicht nur ich als Projektleiter. Wir alle sind überzeugt, dass Sie, Herr Stein, der richtige Mann sind. Nach unseren Unterlagen haben Sie sich als Astronaut bewährt und während 4 Missionen und 18 Wochen im All umfangreiche Erfahrungen erwerben können. Doch noch wichtiger erscheint mir die Tatsache, dass Sie sich außerdem intensiv für Erkenntnistheorie, Methoden der künstlichen Intelligenz und neuronale Wissenschaften interessieren. Ein Steckenpferd, das ja nicht gerade häufig bei Astronauten zu finden ist. So. Herr Stein, Sie werden Erfahrungen machen können, die zu erleben bislang keinem anderen Menschen möglich waren. Bevor Sie zu uns kamen, absolvierten Sie ja ein Studium der Informatik. Das Thema Ihrer Abschlussarbeit war Simulation und Grenzen virtueller Realität. Das war eine große Sache, damals. Ich erinnere mich noch gut daran. Die Ergebnisse hatten entscheidenden Einfluss auf die Auslegung der Steuerprogramme, mit dem Roboter über große Entfernungen kontrolliert werden konnten. Aber das ist lange vorbei. Nichts ist vorbei. Jetzt erst kommt Ihre große Stunde. Jetzt erfolgt doch die Verifikation, und zwar auf einer ganz anderen Ebene. Sie könnten recht haben. Wenn ich es mir genau überlege, wird dann der Unterschied zwischen Anweisung, Ausführung und Rückmeldung unmittelbar der persönlichen Erfahrung zugänglich. Steuereinheit und Manipulator sind dann räumlich und durch die endliche Laufzeit der Signale auch zeitlich getrennt. Ah. Es muss zu sehr interessanten Phänomenen kommen. Das fliegende Personal der NASA besteht eben doch nur aus himmelfahrenden Haudegen. The right stuff, Sie wissen, was ich meine. Ganz anders bei uns. Der Minister selbst ist der Schirmherr des Projektes und die gesamte Abteilung für Neurologie der Deutschen Agentur für Raumfahrtangelegenheiten in Köln-Borz steht hinter uns. Oh ja, ich danke Ihnen sehr. Also, wie ich schon sagte, hat unser chirurgisches Team den Eingriff bereits an Primaten durchgeführt. Medizinisch war das ein großartiger Erfolg. Psychologisch, wenn ich mich so ausdrücken darf, waren diese Versuche jedoch ohne jede Bedeutung. Die Schimpansen lebten glücklich und zufrieden weiter und nahmen die Änderung, die mit ihnen vorgenommen wurde, im Übrigen gar nicht weiter wahr. Herr Dr. van der Ween und Frau Bayer, unsere Psychologin, sind im Übrigen der gleichen Ansicht, nicht? Ja, Herr Stein, wir wissen natürlich, dass wir aus medizinischer und psychologischer Sicht mit diesem Unternehmen Neuland betreten, aber denken Sie auch an die Verantwortung, die gerade die ESA und mit ihr natürlich deren Mitarbeiter in den 90er Jahren auf sich genommen hat. Nur durch diesen Eingriff werden Sie in der Lage sein, die Aufgabe zu erfüllen. Ja, die Aufgabe. Das ist ja nun wirklich ein Kuckucksei, was uns die Russen, oder sollte ich sagen, die Sowjets da ins Nest gelegt haben. Gibt es denn gar keine andere Möglichkeit? Warum könnt ihr keinen Roboter nehmen? Die Satelliten der damaligen Kosmos 4017 AA-Reihe sollten die letzte Antwort der UdSSR auf die fortschreitende Militarisierung des Weltraums durch die USA sein. Moskau war sich der technologischen Unterlegenheit bewusst und baute Killersatelliten, mit denen man die amerikanischen Laserträger auszuschalten gedacht. Ja, ja. Und diese Satelliten waren gegen Inspektion und Entschärfung gesichert. Ein Höllenwerkzeug, das man nun nicht mehr los wird und schon gar nicht jetzt. Nach dem völligen Zusammenbruch von Politik, Wirtschaft und insbesondere der Raumfahrt in der GUS. Ja, und die Amerikaner? Warum steigen die nicht ein? Die CIA glaubt weder der Regierung im Kreml noch den Berichten der Überläufer. In God we trust, aber nicht den Europäern und schon gar nicht den Russen. Oder was von ihnen übrig geblieben ist. Wir aber werden kein Risiko eingehen, das zu einer Explosion einer Kernwaffe im Weltraum über Europa führen kann. Nach unseren Erkenntnissen, Herr Stein, sind Kosmos 4017 Satelliten mit empfindlichen Sensoren versehen worden, die jede Annäherung eines anderen Satelliten, einer Maschine oder eines Menschen registrieren und beim Unterschreiten eines Mindestabstandes detonieren. Eben die perfekte Weltraummine.
Kosmos 4017 detektiert sich ändernde Magnetfelder und analysiert die Richtungs- und Frequenzverteilung von elektromagnetischer Strahlung im Umfeld. Naja, die Steuerung eines Roboters, der eine Manipulation vornehmen könnte, geschehe aber elektrisch. Und das sieht der Satellit an den Feldern, die die Kabel und Stellmotoren aussenden. Der Einsatz eines Roboters scheidet daher vollkommen aus. Ja, dann benötigt man halt einen ganz normalen Astronauten, der eine Extravehicular Activity durchführt und dem Satelliten den Strom abschaltet. Sie können sich sicher vorstellen, dass unsere sowjetischen Freunde natürlich an diese Möglichkeit Annäherung von Mensch oder Maschine gedacht und dagegen ihre Vorkehrungen getroffen haben. Der Satellit ist auch ausgelegt, um die zwar schwachen, aber in ihrer Frequenzverteilung charakteristischen Hirnströme von Menschen, die in seiner Nähe sind, zu detektieren. Hirnströme, wie sie zum Beispiel von Raumfahrern der Konkurrenz ausgesandt werden. Diese Aktivitätsmuster sind aus der Neurologie bekannt. Kosmos 4017 sieht sie und entzieht sich mit einem Knall weiterer Befragungen. Deshalb kommt auch ein Mensch für eine Annäherung an den Satelliten und dessen Unbrauchbarmachung nicht in Frage. Ganz schön raffiniert. Gegen alle Arten und Objekte, die sich der Sonde nähern könnten, haben die Russen etwas ins Feld geführt. Eines übertraf jedoch die sozialistische Fantasie. Dass es Körper ohne deren assoziierte Gehirnströme geben könnte. Von der Unmöglichkeit einer solchen Trennung überzeugt, wurden von den Ingenieuren auch keine Gegenmaßnahmen für einen Besuch dieser Art entwickelt. Für uns heißt das, dass es durch eine Explantation des Gehirns, das heißt durch die räumliche Trennung zwischen Hirn und Körper möglich wird, sich ungefährdet dem Satelliten zu nähern und an ihm dann Manipulationen vorzunehmen. Ihr Gehirn wird daher zurückbleiben, aber Ihr Körper wird ohne jeden Schaden die Reise überstehen. Und wenn alles vorbei ist, bauen wir sie wieder zusammen. Wie nett von Ihnen. Herr Stein, stellen Sie sich die Explantation einfach als Verlängerung Ihrer Nerven über Tausende von Kilometern vor. Die drei Kleinhirnstiele, die 12 Hirnnerven und die Medulla oblongata werden sorgfältig präpariert und dann getrennt. Dabei findet eine biochemische Kodierung der jeweiligen Nervenenden statt. Anstatt mit dem Rückenmark werden die Nervenbahnen mit dem Eingang eines empfindlichen elektrischen Interface verbunden. Der parallele Analogausgang überträgt diese Signale dann zu einem Radiosender mit großer Bandbreite bei einer für das Projekt unkritischen Kommunikationsfrequenz von 412 Terahertz. Also weit über der Frequenz, die die Russen 1987 noch beherrschen und auswerten konnten. Ein weiteres Element einer Explantation ist übrigens die Vermeidung der typischen Komplikationen der Transplantationschirurgie. Da kein fremdes Gewebe zusammenwachsen muss, kommt es auch nicht zu den gefürchteten Abstoßreaktionen des Organismus. Ich weiß nicht. Es ist mir alles zu einfach. Ich meine, das persönliche Risiko trage doch ich. Für detaillierte Erläuterungen, Herr Stein, steht Ihnen Frau Dr. Bayer gerne zur Verfügung. Das ist eine schöne Bescherung. Was denkt sich der Alte eigentlich? Der steht da und kann nicht anders. Ohne Alternative. Mittlerweile hat er sogar ein Mandat der UNO als Leiter eines Minenräumkommandos im Weltraum bekommen. Ich sehe mich noch lange nicht unterwegs. Zu viele Fragen und zu wenig Antworten. Ach, Ingolf, überleg doch mal. Was man dir angeboten hat, ist doch eigentlich eine fantastische Sache. Ich bin so ein erwachsenes Versuchskaninchen, das seine pubertären Träume ausleben soll. Kennst du den Ausdruck Gehirnamputierter? Und jetzt soll an mir explantiert werden, wie du es nennst. Nur mal langsam, niemand wird dich zwingen. Aber in der Vorstudie bist du nun mal der eindeutige Favorit. Ah, ich fühle mich manchmal nur noch als verbrauchter und verschlissener Erfüllungsgehilfe eines anonymen Systems. Seit meiner Scheidung vor 4 Jahren hat man mich ja auch auf keine Mission mehr geschickt. Ja, das ist richtig, dass verheiratete Astronauten möglichst mit Familie als psychisch stabiler und damit berechenbarer gelten. Aber für diese Mission gelten ganz andere Kriterien. Ja, ja. Diese Umstände sind eigentlich niemandem zuzumuten, geschweige denn einer Familie. Ingolf, du bist einer der wenigen Kandidaten, die sozial und intellektuell unabhängig sind. Ich begleite dich nun schon seit deinen ersten Tagen bei uns. Glaub mir, du kannst das und ich bin überzeugt, du willst den Job auch haben, auch oder vielleicht gerade, weil du so viele Einwände vorschiebst. Wie habt ihr euch denn die Vorbereitungen dazu vorgestellt? Also angenommen, dass du es machst, dann versuchen wir zunächst mehr als bisher über deinen psychischen und physischen Zustand zu erfahren. Wie auch meine allerpersönlichsten Ansichten? Meine Glauben, meine Hoffnungen?
Meine Liebe, meine Ängste, meine geschmacklichen Präferenzen? Mein Gott, Ingolf, das gehört nun mal dazu. Wir brauchen deine vollständige Biografie. Einschließlich deiner Abenteuer mit dem anderen Geschlecht. Ja, das Psychogramm muss schon vollständig sein. Auch, dass ich gerne mit dir Williamschrist getrunken habe. Mein bevorzugter Komponist Schostakowitsch, ist das auch? Ja, das auch. Aber das ist nur ein kleiner Teil der Vorarbeiten, der eben dein Gemüt und deine Vergangenheit betrifft. Also der andere, der länger dauernde Teil, der betrifft die, sagen wir, Hardware. Von Körper und Gehirn werden dreidimensionale Bilder mit Computertomographen und anderen Geräten gemacht werden. Und die sind dann für die Neurologen, die Neurochirurgen, Neurobiologen, Neurobiochemiker, Soft- und Hardware-Ingenieure, die Nachrichtentechniker und. Und wo wird man mich unterbringen? Du kannst natürlich da bleiben, wo du auch jetzt bist. Und ein Teil von dir, also eben das Explantat, das wird man im medizinisch-biologischen Zentrum behalten. Du kriegst sozusagen einen Zweitwohnsitz. Ein ganzer Gebäudetrakt ist dafür vorgesehen und in einem der Räume befindet sich ein Behälter, in dem dein Gehirn in der Flüssigkeit schwebt, also im Prinzip genau wie im Schädel. Mhm. Und über spezielle Ab- und Zuleitungen wird der Stoffwechsel aufrechterhalten und wie Van der Fenia schon erklärt hat, stehen die präparierten Nervenenden mit der Außenwelt in Verbindung. Aber wie du dir denken kannst, ist all das für dein tägliches Leben fast ohne Bedeutung, denn ich meine, objektiv ändert sich ja nichts. Und subjektiv? Ja, natürlich auch nichts. Ich meine, wir gehen davon aus, dass für dich alles seinen gewohnten Gang geht. Du bleibst du, nur hast du sozusagen Nerven, die einige tausend Kilometer lang sein werden. Ich weiß nicht. Ist die Operation wirklich reversibel? Kann man mich nach der Mission tatsächlich wieder zu dem machen, der ich bin? Die Mediziner sagen ja. Also, eine Garantie gibt es nicht. Vera? Wir kennen uns jetzt schon 14 Jahre. Wir haben in guten und in schlechten Zeiten zusammengearbeitet. Was würdest du mir persönlich, ohne an die Europäische Weltraumagentur und den Alten zu denken, was würdest du mir raten? Du solltest es tun, Ingolf. Und ich werde bei dir bleiben. Im medizinisch-biologischen Zentrum der ESA, Herr Stein. Die Operation ist vorüber. Ihr Kreislauf ist stabil und man ist mit Ihrem Zustand zufrieden. Was sagen die Ärzte? Gab es Schwierigkeiten? Nichts Bedeutendes. Eine kleine Herzrhythmusstörung während der Transferphase in der vierten Stunde, die jedoch sofort unter Kontrolle gebracht werden konnte. Ich habe nichts gemerkt. Absolut gar nicht. Ich hätte nicht gedacht, dass es mir so wenig ausmacht. Mein Kopf kommt mir sogar etwas schwerer vor. Der Chef ist ungeheuer stolz auf Sie, auf sein Team und natürlich auch auf sich selbst. Sie alle sind ja schließlich gestern Nachmittag in die Medizingeschichte eingegangen. Schwester, bringen Sie mir bitte einen Spiegel. Gar nicht mal schlecht. Ich hätte mir die Keramikdurchführungen am Haaransatz viel auffälliger vorgestellt. Sagen Sie, Schwester, sieht man meine Antennen? Nein, keineswegs. Wenn man sie mir nicht extra gezeigt hätte, wüsste ich gar nicht, dass sie überhaupt vorhanden sind. Sie sind ja auch winzig klein. Ich glaube, die Operation war ein Erfolg. Kann ich jetzt mein Explantat sehen? Der Chef sagte mir schon, dass Sie danach fragen würden. Ja, und? Sie dürfen. Bravo. Willkommen, Herr Stein. Wie geht es unseren Patienten? Wir haben uns erlaubt, uns derweil mit Ihrer besseren Hälfte zu beschäftigen. Es geht mir übrigens prächtig. Wo? Dort ist das gute Stück. Und das gehört mir? Ja. Hier sehen Sie die arterielle Blutversorgung am System. Carotis internae und arteria vertebralis. Dieses ist das Sondenpaket, das alle physikochemischen Parameter zur Steuerung des Metabolismus überwacht. Und hier die Interface-Karten für ein- und ausgehende Informationen.
Dieses hier ist der Multiplexer, der den Datenstrom dem Sender zuführt. Zu Ihnen und, im Falle eines Falles, auch auf den zentralen Speicher des Instituts. Was sind das für Geräte hier? Rechts läuft ein modifiziertes EEG, wobei sich kleine Platinsonden an der Hirnrinde befinden und nicht wie sonst üblich die Elektroden an der Schädeldecke angebracht sind. Die Aktionspotenziale der Nervenenden werden mit einer Art EMG überwacht. Und was ist das da für ein Schalter? Damit können Sie die Datenübertragung zu Ihrem Gehirn unterbrechen. Darf ich ihn mal betätigen? Im Prinzip, ja, sicher. Nicht jetzt. Nicht alles, was möglich ist, sollten Sie auch tatsächlich tun. Wenn nichts geschehen kann, dann... Nein, Herr Steiner, nicht! Warten Sie, gehen Sie zurück! Verdammt! So, das ging aber gerade noch gut. Herr Stein, wenn meine Kollegen Sie nicht aufgefangen hätten, wäre das aber eine harte Landung für Sie geworden. Wie fühlen Sie sich jetzt? Danke, ich kann nicht klagen. Wer hat mich denn wieder eingeschaltet? Das habe ich getan. Nun, wo Sie die Folgen selbst erlebt haben, ist Ihnen sicher verständlich, warum Sie nicht alleine schalten sollten. Wir werden übrigens den Schalter durch ein Schaltschloss ersetzen. Einen Schlüssel bekommt der Stationsarzt und der andere ist bei mir. Ich habe noch eine Bitte. Ja, ich verstehe. Sie wollen ebenfalls einen Schlüssel. Nein, nein, den können Sie behalten. Kann ich mit meinem Explantat alleine sein? Wenn Sie nicht wieder an einem Knopf drehen oder an einem Stecker ziehen, ja. Worauf Sie sich verlassen können. Ich habe gelernt. Tja, dann bis später. Wir schauen da noch mal rein. Hier stehe ich nun und schaue auf mein eigenes Gehirn. Oder hätte ich sagen müssen, ich bin hier in diesem Gefäß und meine Augen schauen mich von draußen an? Der Gedanke, dass mein Ego in diesem Gehirn eine Nährlösung zu lokalisieren ist, fällt mir schwer. Ich schwebe hier in diesem Gefäß, ich Ingolf Stein, und werde von meinen Augen angestarrt. Es gelingt mir nicht. Wenn ich mich frage, wo bin ich? Bin ich fest davon überzeugt, dass sich mein Bewusstsein hier befindet, wo auch mein Körper ist. Hier, wo ich stehe. Ich kann mich in den Tank nicht hineindenken. Ich will es anders probieren. Stelle dir vor, du bist auf dem Jupitermond Ganymed. Ja, das geht. Stelle dir vor, du bist auf der Aussichtsterrasse des Jungfraujochs. Kein Problem. Stelle dir vor, du bist in diesem Blubbertopf. Ich schaffe es nicht. Dann werde ich eben dialektische Hilfsmittel anwenden. Ich werde die Dinge benennen. Gregor, du bist mein Gehirn. Den Rest von mir nenne ich Karl, wie Körper. Und Karl steht hier neben dem Explantat. Und ich? Ingolf? Wo bin ich? Wo wird diese Frage, wo bin ich denn, gemacht? In meinem Explantat im Tank oder hier zwischen meinen Ohren, wo sie zu entstehen scheint? Oder nirgends? Oder an beiden Stellen? Weiter probieren. Karl und Gregor sind getrennt, gehören jedoch logisch zusammen. Die Lösung ist daher wohl anders. Also... Wo Gregor ist, bin auch ich. Nein, wo Karl ist, bin auch ich. Ach, das macht keinen Sinn. Gregor, das Gehirn, ist hier im Tank und ich werde gleich ins Restaurant des Zentrums gehen und mir ein Essen bringen lassen. Karl ist unabhängig. Oder doch nicht? Vielleicht probiere ich das noch. Stein ist dort, wo er glaubt zu sein. Jede Person hat sicher zu jedem Zeitpunkt einen Charakter oder Standpunkt und der kann dort lokalisiert werden, wo der Charakter meint, sich zu befinden. Ein Mensch, der im Kino eine Achterbahnfahrt sieht, kann er durchaus an der Fahrt teilnehmen, sie erleben und dabei vergessen, dass er nur Zuschauer im sicheren Stuhl ist. Es kann ihm sogar übel werden. Er ist jeweils dort, wo er glaubt zu sein. Thank you.
Na, alles in Ordnung? Ja, doch. Ja. Es ist einfach fantastisch. Es gibt noch eine gute Nachricht für Sie. Damit Sie wieder ins physische und psychische Gleichgewicht geraten, werden Sie einige Wochen Urlaub machen. Im Rahmen des Projektes, versteht sich. Sie können zwischen Kanada, Hawaii und den Azoren wählen. Wohin wollen Sie? Hawaii. Abgemacht? Abgemacht. So, Ihr Mai Tai mit besonders viel Rum. Ganz, wie Sie es gewünscht hatten. Danke. Sir, gestatten Sie mir bitte eine Frage. Bitte? Dieses ist jetzt Ihr 12. Glas Mai Tai und Sie sind immer noch nüchtern. Als Sie eben den Waschraum aufsuchen wollten, standen mein Kollege und ich hinter Ihnen bereit, um Sie beim Aufstehen aufzufangen. Doch Sie gingen noch genauso sicher und aufrecht wie beim Betreten des Lokals. Bitte, nennen Sie mir Ihren. Ganz einfach. Ich schlafe täglich 12 Stunden, ernähre mich von vitaminisierter Zellulose, das bindet den Alkohol wie kein anderes Mittel und nehme zweimal täglich 2 Stück Beta-Trampolin-Bendondon. Die gibt es bei Ihnen in Ihrer Apotheke. Ist er? Drugstore. Aber bitte nicht weiter sagen, okay? Oh, danke, Sir. Bitte. In Deutschland ist es jetzt 10 Uhr morgens. Ich muss Vera anrufen. Entschuldigung? Bitte, Sir. Wo haben Sie Ihr Telefon? Weiter hinten im Gang, neben dem Notausgang. Danke. Guten Morgen, Vera. Hier spricht Ingolf aus der Diaspora. So schlimm wird es sicher nicht sein. Wie geht's dir? Ausgezeichnet. Heute habe ich eine interessante Entdeckung gemacht. Keine Ahnung, was es sein könnte. Eine lokale Schönheit vielleicht? Nein, was du auch immer gleich denkst. Ich habe heute tüchtig gebechert. Aha. Ja, und was ist daran so interessant? Ja, stell dir vor, es macht mir nichts aus. Ich kann trinken, so viel ich will. Vermutlich steigt mein Blutalkoholspiegel an, aber mein Gehirn bleibt nüchtern. Ist das nicht großartig? Mein Explantat merkt einfach nichts davon. Das kann gut sein, aber übertreib's mal nicht. Und also wenn du trotzdem einen Kater kriegen solltest, dann ruf doch nochmal an, ja? Wir geben dann notfalls etwas Acetylsalicylsäure in die Nährlösung, okay? Mhm. Ja, und sonst? Naja, ich merke eben doch, dass ich langsamer reagiere als gewohnt. Tennis spielen zum Beispiel geht gar nicht. Wenn ich den Ball sehe, geht die Nachricht vom Sehnerv über Satellit ins medizinisch-biologische Zentrum. Dann überlege ich mir, was zu tun ist. Anschließend geht der Befehl Arm heben auf dem gleichen Weg zurück. Das Ganze dauert nur mal 0,6 Sekunden und der Ball ist vorbei. Mein Partner hat mich vielleicht dumm angesehen und ich ihn auch. Das macht aber doch nichts, oder? Ich meine, man muss ja nicht unbedingt Tennis spielen, aber pass beim Autofahren auf, ja? Kein Problem. Bei 65 Meilen pro Stunde komme ich gut zurecht. Ja, kann ich noch irgendwas für dich tun? Danke, nein. Es geht mir gut. Ach, nur schade, dass ich meinen wunderschönen Platz hier in der Waikiki Bar demnächst mit diesem weit ungemütlicheren Platz im Weltraum tauschen muss. Ich sehe die Abdeckung. Genauso aus wie im Training. Gut. Passen Sie nur auf, dass Sie elektrisch mit der Plattform verbunden bleiben. Nur jetzt keine elektrostatischen Aufladungen. Danke, ich weiß warum. Nehmen Sie den Stift heraus, dann haben wir gewonnen. Verdammt hoher Radioaktivitätspegel. Keine Abschirmung am Chor. Wozu auch? Bodenkontrolle. Wie kommen Sie voran, Ingolf? Den Stift hab ich jetzt. Gratuliere. Es ist geschafft. Die Anzeige meines Zählers ist wieder im roten Bereich.
Welche Dosis habe ich bis jetzt aufgenommen? Der Detektor am Helm außen hat bis jetzt 265 REM erhalten. Und pro Minute kommen 10 bis 15 REM dazu. Wie fühlen Sie sich? Ganz gut. Aber meine Hände zittern viel stärker als sonst. Es ist doch hoffentlich alles in Ordnung mit mir. Ihre Daten liegen alle im oberen zulässigen Bereich. Sie sind so gut wie fertig. Versuchen Sie jetzt auf der Rückseite des Moduls den Stecker der Verbindung zur Telemetrieeinheit zu ziehen. Rechts oben von Ihrer augenblicklichen Position ist der nächste Haltegriff in etwa 60 Zentimetern Entfernung. Versuchen Sie, ihn zu erreichen. Roger! Was ist los? Ingolf, gibt es Probleme? Ich kann meine rechte Hand nicht mehr bewegen. Ist die Verbindung in Ordnung? Jetzt am Schluss keinen Aussetzer in der Kommunikation. Die Verbindung steht. Über Haupt- und Ersatzsystem laufen die gleichen Signale. Wir bekommen alles von Ihnen und alles von uns kommt an. Stimmt was nicht. Jetzt fällt mir auf, dass sich mein Blickfeld verengt. Mensch, tut doch was. Keine Panik, jetzt ruhig, Ingolf. Bodenstation. Wir brechen EVA ab. Stoß dich fest mit der linken Hand zurück, weg vom Reaktor. Lass dich bis ans Ende deiner Rettungsleine treiben. Ingolf? Na, habt ihr nicht gehört? Ingolf, was ist los? Meine Hände werden steif. Bist du frei? Und mein Blickfeld verengt sich. Stoß dich ab, hab ich gesagt. Verdammt, warum antwortet ihr nicht? Ingolf? Ich sehe nicht mehr. Ingolf, hörst du mich? So meldet euch doch. Ingolf! Seid ihr plötzlich dumm geworden? Ingolf, kannst du mich hören? Ingolf! Kannst du mich hören, Ingolf? Scheiße. Was war das? Hat da jemand gerufen? Ich nur wüsste, wie lange es noch so weitergehen soll. Ich habe meinen Körper verloren. Oder besser, er hat mich verloren. Karl hat sich von Gregor verabschiedet. Aber ich bin. Ich war ein Idiot mit scholastischer Spitzfindigkeit, über Hirn und Körper zu philosophieren. Mein Körper. Was wohl davon übrig geblieben ist? Ich erinnere mich noch an mein klopfendes Herz und die bebenden Lungen oben im Orbit. Jetzt ist mein Kopf mit nutzloser Elektronik gefüllt und umkreist in einem Raumanzug mit 27.000 Kilometern pro Stunde die Erde. Mich wird es in Zukunft nur noch als Gehirn im Labor geben. Aber ich kann denken. Cogito ergo sum. Gibt es noch das Projektteam? Vera. Vera, wo bist du? Ich muss einen Weg finden, mich der Außenwelt mitzuteilen. Vielleicht hilft es, wenn ich möglichst schnell an ganz unterschiedliche Dinge denke, um die Elektroden des interneuronalen EEGs zu stimulieren. Vorausgesetzt, sie sind noch da und werden ausgelesen. Dinge, die mich bewegen, die ein elektrisches Gewitter auf dem Schreiber verursachen können. Die Erinnerung an den Schmerz nach einem Schnitt mit einem scharfen Messer bis auf den Zeigefingerknochen. Der bewusst erlebte Tod meines Vaters. Die erste Liebe. Das Gefühl, nun ein Mann zu sein. So hört mich doch! Vielleicht arbeitet man bereits an irgendwelchen Prothesen. Oder gar an meiner Reinkarnation. Irgendwie muss es doch weitergehen. Guten Morgen. Herr Stein, ich wünsche Ihnen einen guten Tag. Es hat lange gedauert, aber jetzt hoffen wir, zu Ihnen sprechen zu können. Ich gehe davon aus, dass Sie mich verstehen.
Ihre Gehirnströme zeigen jedenfalls Veränderungen. Zurzeit kannst du leider nur zuhören. Im Augenblick arbeiten wir aber auch an der Schaltung eines Kanals in der anderen Richtung. Würde ich sehen, kannst du mir sprechen, wenn ich dich entscheide. Dann hören wir auch, was du sagst. In allernächster Zukunft werden wir Ihre logoelektrischen Impulse einem Sprachsensor zuführen. Dieses Gerät wird als Antwort auf Reize vom Sprachzentrum ein gewöhnlicher Ausschuss zur Klärung der Umstände eingesetzt. Ja, und jetzt die gute Nachricht. Also, wir sind beauftragt, dir mitzuteilen, dass das Institut alle Mittel und Möglichkeiten ausschöpfen wird, um dir die Lage im Rahmen des Möglichen zu erleichtern. Es wurde beschlossen, dich mit einem Ersatzkörper auszustatten. Entsprechender Spender mit möglichst identischen neuronalen Strukturen wird im Moment noch gesucht, aber weil wir noch keinen haben, können wir natürlich auch noch keinen genauen Termin für die Aktion nehmen. Also bitte hab noch ein bisschen Geduld, ja? Wir werden natürlich versuchen, dir die Wartezeit so angenehm wie möglich zu machen. Wir melden uns wieder. Spätestens, wenn der Sprachsynthesizer da ist. Wir lassen Sie nicht im Stich. Halten Sie durch, Ingolf. Ach, übrigens, ich hoffe, Sie haben Ihre Lieblingsmusik erkannt. Unsere Techniker haben nämlich ein ursprünglich digitales Signal von einem CD-Spieler an Ihr Interface geschaltet. Sie hören jetzt ohne Gehör. Und wir freuen uns, wenn Sie uns später Ihre Eindrücke mitteilen. Guten Tag, Ingolf. Wie fühlen Sie sich? Guten Morgen. Nicht ganz. Es ist bereits 17 Uhr. Hört ihr mich denn? Ja. Wir hören dich, Ingolf. Es funktioniert. Gerade sagtest du, hört ihr mich denn? Das ist ja großartig. Endlich bin ich nicht mehr alleine. Es hat so lange gedauert. Hast du irgendeinen Wunsch? Können wir irgendwas für dich tun, Ingolf? Oh ja. Lasst mich nie mehr in diesen dumpfen, stummen Zustand zurückfallen, hört ihr? Natürlich nicht. Wir werden den Sprachsynthesizer ständig angeschlossen halten. Ich kann mir vorstellen, wie du dich gefühlt haben musst. Das glaube ich kaum. Wie lange war ich eigentlich in diesem Zustand? Ich habe jegliches Gefühl für Zeit verloren. Etwas über 7 Monate. Aber es gab Abschnitte, wo wir das Explantat pharmakologisch ruhig gestellt hatten. Wie klingt meine Stimme? Ist sie noch immer typisch? Kann man mich am Klang meiner Stimme wiedererkennen? Ja, weißt du... Ihre Stimme klingt ein wenig anders als früher. Moment, wir fahren kurz eine Aufzeichnung zurück. Dann können Sie sich selbst eine Vorstellung vom Klang Ihrer Stimme machen. Wie klingt meine Stimme? Ist sie noch immer typisch? Kann man mich am Klang meiner Stimme wiedererkennen? Ja, nicht gerade wie früher. Aber auch nicht schlecht. Ich habe da noch eine Idee. Ja? Ich möchte auch telefonieren können. Es muss doch möglich sein, die Belegung meiner akustischen Ein- und Ausgangskanäle auf ein öffentliches Kommunikationsnetz zu legen. Das Wählen von Nummern könnte durch Spracherkennung geschehen. Ja, wir werden sehen, was wir tun können. Auf alle Fälle bleibt dieser Kommunikationskanal für dich ständig offen. Können wir sonst noch etwas für Sie tun? Ja, beeilt euch mit dem Ersatzkörper. Hören und sprechen zu können ist ja ganz gut. Aber nicht sehen und fühlen, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Wir tun, was wir können, Ingolf. Bitte habt noch ein bisschen Geduld, ja? Guten Morgen, Ingolf. Bist du schon wach? Ja, seit einer Stunde. Nach meinen Ruhephasen fühle ich mich immer wie neugeboren. Ich merke auch, wie mir die Gewöhnung an einen festen Rhythmus gut tut. Wie sind Sie mit Ihrem ISDN-Anschluss zufrieden? Großartig. Das war der Durchbruch. Ich bin wieder gesellschaftlich integriert. Vera, eine Frage. Ja, was ist denn? Bin ich denn noch als Person anerkannt? Ich meine, als mündiger, geschäftsfähiger Bürger, zum Beispiel im Sinne des BGB, bin ich bei politischen Wahlen stimmberechtigt? Die nächsten Wahlen sind zwar erst wieder in 3 Jahren, aber warum denn nicht? Und schließlich bekommst du ja auch deine Bezüge regelmäßig überwiesen. Und du bist steuerpflichtig. Danke. Insbesondere das Letztere hat mich überzeugt. Ich stelle fest, dass ich nach wie vor ein Mensch bin.
Oder etwa nicht? Komisch. Früher dachte ich einmal, dass mein Ich auf alle Fälle die Gesamtheit von Körper und Gehirn sei. Während der Mission war ich aber fest davon überzeugt, dass mein Ich in meinem Körper sei, der in einem Raumanzug steckt und noch dort geblieben ist. Das alles ist mir jetzt fremd. Im Augenblick sind ich und mein Explantat für mich identisch. Man ist dort, wo man glaubt zu sein, Ingolf. Alle deine Empfindungen waren real und alle deine Deutungen waren richtig. Lassen Sie uns zu etwas wirklich Realem kommen. Wir haben einen Spender für Ihren neuen Körper gefunden. Die Person leidet an einem Gehirntumor. Der Spender ist seit einigen Tagen ohne Bewusstsein und wir werden demnächst anfangen müssen. Wer ist es? Wie heißt der Mann? Welches Leben hat er geführt? Oh, das tut nichts zur Sache. Auf alle Fälle stimmen die physiologischen Daten. Und die Rechtslage ist auch geklärt. Aber ihr könnt mir doch sagen, um wen es sich handelt. Das ist erst für später vorgesehen, Ingolf. Transplantationsethik, okay? Okay. Ich habe noch eine Bedingung. Und die wäre? Ich möchte keine Reimplantation in meinem neuen Körper haben. Es genügt mir völlig, wenn mein Explantat bleibt, wo es ist, so wie vorher. Drahtlos mit dem Körper verbunden. Ja, das kann man sicher machen, aber wozu? Ich meine, was soll diese halbe Lösung? Erstens kann ich ja nicht wissen, ob die Operation gelingt. Gelingt sie nicht, bleibt einfach alles beim Alten. Zweitens kenne ich meinen neuen Körper ja noch gar nicht und weiß auch nicht, ob er mir gefällt. Durch eine drahtlose Anbindung kann ich ja so etwas wie eine Probefahrt ohne Risiko für mich selbst machen. Und drittens finde ich meine jetzige Situation im Sprachsynthesizer gar nicht so schlecht. In den Ruhepausen oder Schlafphasen des Körpers kann ich vielleicht immer noch etwas anderes machen. Und außerdem kann man so wunderbar hemmungslos einbechern. Wir können es versuchen. Anders als bei der ersten Operation ist jetzt die 1-zu-1-Ankoppelung der Nerven sicher der springende Punkt. Bei ihrem eigenen System war das einfach. Wir brauchten nur bestehende Nerven durch einen Schnitt zu trennen und mit einem Telemetriekanal zu überbrücken. Jetzt muss aber die Funktion jeder ihrer Nerven am Gehirn und jedes Nervs am neuen Körper, also von Systemen, die ja bereits getrennt sind, zunächst identifiziert und dann die Ankoppelung vorgenommen werden. Schließlich wollen Sie ja nicht die Füße bewegen, wenn Ihr Gehirn den Befehl gibt, die Arme zu heben. Das möchte ich sicher nicht. Wenn es aber wirklich so kommt, dann müsst ihr es halt noch einmal probieren. Das ist ein weiterer Vorteil meines Planes. Es gibt ja noch ein anderes Problem. Du wirst eine fremde Stimme und ein neues Aussehen haben. Personen, die dich kannten, beziehungsweise die dich kennen, die werden wohl irritiert sein. Deine Nachbarn könnten dich zum Beispiel für einen Betrüger halten. Ja. Wie sieht eure Lösung aus? Du bekommst einen neuen Namen und neue Papiere. Hm? Wie wär's statt mit Ingolf Stein mit Igor Kiesel? Hört sich sehr originell. Nichts gegen Igor, das hat so was Resolutes. Aber Kiesel? Um nicht gleich alles aufzugeben, heiße ich ab jetzt Igor Stone. Wo bin ich? Sie sind in Köln, Herr Stone. Sie haben gerade einen umfangreichen chirurgischen Eingriff hinter sich, aber Ihr Kreislauf ist stabil. Sie waren lange krank. Über 8 Monate. Was sagen die Ärzte? Man ist mit Ihrem Zustand zufrieden. Aber warum heben Sie denn beide Hände und beobachten dazu Ihre Füße? Ist es zu warm im Zimmer? Nein, nein, nur so. Ach bitte, Schwester, bringen Sie mir einen Spiegel. Und sagen Sie, kennen wir uns nicht? Kann sein, kann aber auch nicht sein. Hier ist der Spiegel. Oh, nicht schlecht, was das Reinkarnationsteam da zusammengeflickt hat. Mhm, ja. Du, Remi, fahr so. Das Pferd frisst keinen Gurkensalat. Ja, an meine Stimme muss ich mich nun auch erst gewöhnen. Sagen Sie, von wem stammt denn dieser Körper? Aber ich weiß nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Sie sind es doch, Herr Stone. Na gut, ich will auch gar nicht weiter fragen. Ich möchte jetzt mein Gehirn besuchen.
Wir freuen uns ja so, Sie wiederzusehen. Ihr Abenteuer ist vorbei, Ihre Odyssee beendet. Fantastisch. Gregor, mein Gehirn hat sich gar nicht verändert. Wie sollte es auch? Ihr Gehirn genießt die beste medizinische Versorgung, die es gibt. Und ein Gehirn verschleißt fast nicht. Wir können es nicht quantifizieren, aber wir sind überzeugt, dass unter diesen Bedingungen minimale Alterung bei maximaler Lebenserwartung möglich ist. Anders mein Körper, oder? Ich bin mir wirklich noch nicht sicher, ob ich mit all dem glücklich werden kann. Sie sollten nicht undankbar sein. Auch vorher konnten Sie sich Ihren Körper ja nicht aussuchen. Ah, der Schalter. Ich erinnere mich noch gut. Wenn die Herren mich bitte stützen würden, gleich werde ich einmal... Was ist das? Warum passiert denn nichts? Was ist denn jetzt anders? Lassen Sie mich erklären. Wir haben eine Erweiterung vorgenommen. Um die Sicherheit für Sie zu erhöhen, haben wir ein zweites, redundantes System geschaffen. Die obere Position des Schalters ist mit G für Gehirn bezeichnet, die untere mit C für Computer. Computer? Was geht hier vor? Um das Projekt dokumentieren zu können, war von Anfang an geplant, die ein- und ausgehenden Signale auf den Zentralrechner des Instituts zu geben. Das weiß ich, das war abgemacht. Aber das scheint doch noch nicht alles gewesen zu sein. Nein, es gab noch ein begleitendes Projekt, das Ihnen bis jetzt verschwiegen wurde. Auf dem Rechner wurde ein sogenanntes selbstlernendes Expertensystem installiert. Ein Programm, das auf die ankommenden Daten genau wie Ihr Gehirn reagieren sollte. Bis zum Desaster wurden also alle Telemetriesignale nicht nur zum Hirn, sondern auch an ein Programm übertragen. Ja, am Anfang waren die Reaktionen des Programms auf äußere Reize natürlich völlig anders als Ihre eigenen. Aber im Laufe der Zeit hat sich das System so lange selbst bewertet und umstrukturiert, dass nun schon seit einiger Zeit exakt die gleichen Antworten wie die Ihres Gehirns vorliegen. Ein synthetisches Ersatzsystem. Software, die mich simuliert. Und mit dem Schalter kann ich demnach zwischen mir und dem Programm hin und her schalten. Ja. Da beide Systeme exakt die gleiche Funktionalität besitzen, haben Sie auch nicht den geringsten Unterschied bemerken können. Hören Sie, diese Erweiterung des Projektes betrachte ich als eine von mir nicht autorisierte Verfügung über meine Persönlichkeit. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Stone, ja? Haben wir denn Ihre Würde angetastet? Wir haben doch nur die Sicherheit des Systems erhöhen wollen. Ich weiß aber zum Beispiel nicht, ob ich nun einmal oder zweimal existiere. Das Gefühl meiner Einzigartigkeit ist jedenfalls dahin. Natürlich gibt es sie nur einmal. Nein, keine Experimente mehr. Und die volle, uneingeschränkte Kontrolle über mein Reservesystem möchte ich haben. Und zwar ich ganz allein. Aber es ist doch alles zu Ihrem Besten. Nicht alles, was technisch machbar ist, muss man auch wirklich tun. Ich warne Sie, Doktor. Und alle anderen auch. Ich mache Ihnen einen Skandal. Sowas haben Sie noch nie gesehen. Sie sind sich Ihrer Sache aber ziemlich sicher. Was berechtigt Sie denn zu der Annahme, dass wir Sie, wie soll ich sagen, gegen Ihren Willen nicht einfach ruhig stellen können? Oh nein, das werden Sie nicht. Nein? Ich habe mir noch vor der zweiten großen Operation erlaubt, mit einem Rechtsanwalt Kontakt aufzunehmen, was mir durch mein Interface am Telefonnetz auch nicht schwer fiel. Für den Fall, dass ich oder eine von mir benannte Person sich nicht regelmäßig jede Woche einmal meldet, hat er die Anweisung, ein Kuvert mit einem von mir diktierten Text an die Presseagentur AP zu leiten. Alles Weitere überlasse ich Ihrer Fantasie. Ich verlange, dass sämtliche elektrischen und elektronischen Geräte mit einer Notstromversorgung ausgestattet werden. Darüber hinaus fordere ich die notarielle Versiegelung aller Geräte, damit niemand ohne mein Einverständnis Änderungen, Erweiterungen oder sonstige Bastelarbeiten durchführen kann. Ja, ja, das können Sie bekommen, aber wir brauchen dazu einige Tage. Je eher, desto besser. Und noch etwas. Sind zur Datensicherung regelmäßige Backups des Programms und des Speicherinhalts des Computers angefertigt worden? Ja, natürlich. Ihr virtuelles Ich braucht keine Angst vor einem Crash zu haben. Datensicherung ist wichtig und wird durchgeführt. Alle relevanten Informationen sind doppelt vorhanden und nichts kann verloren gehen. Vernichten Sie die Bänder. Ach,
Was? Ja, wieso denn? Weil ich nicht möchte, dass jemals eine Sicherungskopie eingespielt wird. Ich will nicht, dass ich mich plötzlich dort wiederfinde, wo ich vor einigen Wochen schon einmal gewesen bin. Die vor 2 Wochen eingespeicherten Daten können mich zeitlich zurückbringen. Ich bin dann verdammt, alles noch einmal zu erleben. Aber es geht doch um die Dokumentation des gesamten Projektes. Das interessiert mich nicht. Also, alle Bänder löschen. Und der Wechselschalter an diesem Kasten für das zweite System kommt auch weg. Ich möchte dafür eine Fernbedienung, die ich und nur ich benutzen werde. Vera! Oh, ich freue mich, dich endlich wieder zu sehen, statt nur zu hören. Komm, setz dich. Morgen, Ingolf. Igor, ich bin noch ganz durcheinander. Wie geht's dir? So gut wie schon lang nicht mehr. Du, was gestern passiert ist, das finde ich auch gut. Van der Feen hat anschließend noch lang mit mir gesprochen. Also lass dich bloß nicht unterkriegen. Ja, ich habe im eigenen Leibe erfahren, wie in der modernen Medizin der Patient zu einem rein technischen Objekt werden kann, an dem experimentiert wird, ohne dass die Folgen geklärt sind. Ich habe erst einmal genug. Wichtig ist jetzt nur, dass ich in gewohnter Weise wie früher leben, fühlen und denken kann. Igor, könntest du nicht mal zwischen den beiden Systemen hin und her schalten, so wie du es gestern gemacht hast? Weißt du, ich bin einfach neugierig. Vera, ich mache es wirklich nicht gerne. Aber weil du es bist. Pass auf. Oh, das wurde aber höchste Zeit. Igor? Ja, was ist? Fühlst du dich nicht wohl? Ich dachte schon, du würdest überhaupt nicht mehr schalten. Seit heute Morgen warte ich drauf, dass ich wieder an die Reihe komme. Jetzt reg dich doch bitte nicht auf. Soll ich die Schwester um Beruhigungsmittel bitten? Nein, nicht nötig. Lass mich erklären. Heute Morgen hat Igor seine Fernbedienung benutzt, um zu wechseln. Aber Moment mal, du bist doch Igor. Nein, ich bin auch Igor. Habe ich nun Halluzinationen oder bist du schizophren geworden? Weder noch. Aber du bist doch... Wenn ich bitte ausreden darf. Heute Morgen hat Igor umgeschaltet. Ich denke, dabei kamen die beiden Systeme ein klein wenig außer Synchronisation. Die Folge war, dass ich Igors Handlungen gegenüber in einem geringfügig anderen rezeptiven Zustand war. Wenn ich mich recht erinnere, hat sich diese kleine Abweichung dann lawinenartig verstärkt. Du, siehe. Sie sind also nicht Igor Stone? Natürlich bin ich Igor, aber nicht der, mit dem du vorhin noch gesprochen hast. Das verstehe ich nicht. Das ist doch ganz einfach. Das eine System hatte den Körper und handelte... Und das andere System war der Zuschauer. Das heißt, ich war der Zuschauer. Die ganze Zeit bekam ich zwar die Signale des Körpers übermittelt, hatte aber selbst keinen Körper mehr zu kontrollieren. Ich habe natürlich alles mitbekommen, was gesagt und getan wurde. Oh Gott, das ist ja furchtbar. So schlimm ist es nun auch wieder nicht. Ich konnte nur nichts tun. Und solange das andere System geschaltet war, wusste es nicht einmal, dass es mich gab. Nur der Gedanke, dass... irgendwann wieder zurückgeschaltet würde, gab mir Kraft und Hoffnung. Ich hörte meine eigene Stimme, aber die sagte Sachen, die ich gar nicht sagen wollte. Und ich fühlte meine Hände Dinge tun, die ich gar nicht tun wollte. Ich fange langsam an zu begreifen. Aus einer Persönlichkeit sind 2 autonome, psychisch gesunde Individuen entstanden. Ja, das denke ich auch. Und so, wie ich bis vorhin teilnahmslos zuhören musste, hört jetzt der andere Igor alles mit. Und so gefällt es mir... Danke, Vera. Es tut gut, wieder hier zu sein. Ich hatte solche Angst. Gut, dass du die Initiative ergriffen und umgeschaltet hast. Igor, bist du es denn wieder? Ich bin noch immer genau der gleiche, der vor ein paar Minuten weggeschaltet wurde. Diesmal bin ich zum Zuschauer geworden. Es war wieder so wie damals, als ich keinen Körper hatte. Und ich war fast eifersüchtig, den anderen mit dir sprechen zu hören, ohne dass ich mich selbst äußern konnte. Ja, was wollen wir denn jetzt machen? Auf irgendeine Weise müssen wir doch mit dem Problem fertig werden. Wir könnten den Projektleiter fragen, ob wir einen zweiten Körper bekommen. Wenn wir den Zweitkörper wirklich wollen, kriegen wir ihn sicher auch. Und wir müssen mit dem anderen, ich, natürlich wieder Kontakt aufnehmen. Ich werde umschalten und den anderen fragen, was er dazu denkt. Ist das nicht zu gefährlich, wenn er jetzt nicht wieder zurückschaltet? Und du denkst immer noch in den Kategorien ich und er. Aber das ist falsch. Es ist anders.
Wir sind uns bis in die kleinsten Einzelheiten ähnlich. Und doch sind wir irgendwie etwas verschieden. Vielleicht habe ich wirklich ein zweites Ich. Und wir müssen kooperieren, auch wenn der stumm geschaltete Teil zeitweise natürlich im Nachteil ist. Ich habe alles mitgehört. Ihr habt völlig recht. Wir haben ein gemeinsames Problem, das wir auch gemeinsam lösen müssen. Hört zu. Es muss ja noch den Sprachprozessor und das Kommunikationsmodem von früher geben. Das Projektteam soll es wieder in Betrieb nehmen und einem von uns zur Verfügung stellen. Im Moment kann ja nur der eine oder der andere sprechen, aber mit der Datenleitung können es beide im Prinzip gleichzeitig. Dann kann ich sogar mit meinem anderen Ich telefonieren, diskutieren. Wir können alle Fragen dann gemeinsam besprechen. Hey, du, sie, ich meine, ja, das ist ein guter, konstruktiver Vorschlag. Was hältst du von dem Vorschlag mit dem Zweitkörper? Das ist eine gute Idee und auch fair. Schließlich sollte keiner von uns beiden bevorzugt werden. Ich schalte wieder um. Tja, dem kann ich eigentlich nichts hinzufügen. Was eben gesagt wurde, das war durchaus auch in meinem Sinne. Wisst ihr was? Ich lasse euch jetzt alleine, ja? Ich glaube fast, jetzt bin ich es, die Hilfe gebrauchen könnte. Also bis heute Morgen dachte ich nicht im Traum dran, dass wir jetzt zu dritt sind. Aber macht euch keine Sorgen um mich. Ich glaube, ich muss erst noch mal richtig zu mir kommen. Arme Vera, das muss ihr ziemlich nahe gegangen sein. Unsere Beziehung ist wieder enger geworden. Und nun hat sie es gleich mit zwei Stones zu tun. Wir sollten uns wirklich um einen weiteren Körper bemühen. Was ist schließlich passiert? Aus eins sind zwei geworden, genau wie bei der Zellteilung einer Amöbe. Ist es nicht paradox, dass nach 800 Millionen Jahren Entwicklungsgeschichte auf der Erde unsere Identität sich gerade so wie die Urform der Zelle geteilt hat?